Hallo zusammen. Heute lade ich euch unter anderem zwei Videos hoch zum Thema Immobilienfotografie bzw. Fotobearbeitung. Wen es interessiert, die sind aus dem Jahr 2018, Festplattenfunde sozusagen. Was es damit auf sich hat und warum ich die jetzt hochlade, habe ich euch mal in die Videobeschreibung getippt. Ja, viel Spaß. Ja, hallo zusammen. Ich habe heute ein Video für euch, in dem ich ein komplettes Fotoset von einem Einfamilienhaus bearbeite. Insgesamt 30 Fotos, das ist das, was der Kunde bekommt. Die Nachbearbeitung des Shoots dauert hier oder hat für mich etwa 90 bis 100 Minuten gedauert. Davon zeige ich euch heute etwa 70 Minuten. Was habe ich vorher gemacht in der Vorbereitung? Ich habe die Fotos von der Kamera runterkopiert in einen Ordner auf meiner Festplatte. Es sind alles Full-Size RAW-Files von meiner 6D-Kamera, also etwa 22 Megapixel. Ich habe fotografiert 392 Fotos, das sind knapp 10 GB gewesen, die jetzt in Lightroom importiert und habe jetzt das vorbearbeitet. Das ist das Rote, was ihr unten seht, die rot markierten, die Außenaufnahmen. Das sind alles gebracketed Shots, also 5 Stück jeweils, minus, etwas weniger minus, neutral und plus Exposure, 2 Stück. Die habe ich eben in Lightroom als HDR gemerged. Das findet ihr unter Foto Merge und dann unter Menü HDR. Ich benutze, wie gesagt, wie ihr sehen könnt, die englische Version von Lightroom. Von daher kann ich euch auch nur die englischen Begriffe sagen. So, ich habe ein paar Grundeinstellungen gemacht. Die habe ich jetzt synchronisiert in Lightroom, eben über diese 11 HDR-Außenaufnahmen, die ich gemacht habe. Alle natürlich vom Stativ, von einem Manfrotto-Stativ. Und mit einem Geared Head drauf, also ein Getriebeneiger heißt das, glaube ich, in Deutsch. Der Manfrotto Junior irgendwas, da gibt es nur ein oder zwei von Manfrotto. Ja, also hier mache ich eben ein paar Bearbeitungen. Das HDR-Foto, was ein DNG-File ist, das mir Lightroom erstellt hat. Hier gehe ich mit den Highlights runter, mit dem Schatten, den Shadows komplett weit drauf. Außerdem ziehe ich die Vibrance, also die Farbsättigung, ziemlich stark rein und kann dann noch mal in die einzelnen Farben reingehen, das Grün ein bisschen runterziehen, wenn einem das zu viel wird. Ich versuche hier halt kein extrem fotorealistisches Foto zu erstellen, aber jetzt auch kein total fake aussehendes Foto, sondern eben eins, was ja als Marketingmaterial für dieses Haus taugt, also was so etwas wärmer aussieht und auch sehr farbenreich. Was jetzt ein bisschen gegen mich gearbeitet hat bei dem Shoot hier heute war, dass es ein grauer Himmel ist und es auch geregnet hat kurz vorher. Das hat man in Kalifornien Gott sei Dank nicht so häufig, aber leider im Winter kann das schon häufiger vorkommen oder jetzt eben um diese Jahreszeit im Frühling. Das Ganze habe ich, wie man unten an meinem Dateinamen und einem Foldernamen sieht, am 14. März 2018 fotografiert. Es ist ein Haus in Cupertino. Ein 4-Bedroom, 3-Bath-Haus, also es würde man, glaube ich, im Deutschen wahrscheinlich als 5- bis 6-Zimmer-Haus bezeichnen, hat 220 Quadratmeter, sitzt auf einem 700 Quadratmeter Grundstück, was das Haus mit einschließt, wurde in den 1960er Jahren gebaut, allerdings nochmal umgebaut, was man auch dann gleich an den Innenraumaufnahmen sehen kann oder auch im Intro schon gesehen hat, im Introfoto. Und ist momentan auf dem Markt für 2,4 Millionen Dollar, was jetzt nicht so ungewöhnlich viel ist in der Bay Area, in der San Francisco Bay Area. Aber es ist auch kein billiges Haus, was hauptsächlich daran liegt, dass es in einem ganz guten Zustand ist und auch in Cupertino ist, also mitten im Silicon Valley in der Nähe des Apple Campus. Und von daher kann man davon ausgehen, dass das Haus, ja, wenn es ein, zwei Autostunden weiter außerhalb stehen würde, wahrscheinlich nur noch so 500.000, 400.000 wert wäre. Hier habe ich eine kurze Handyaufnahme mit meinem Handy gefilmt rein gemacht, so sah es kurz vorher aus, strömender Regen. Ich empfehle immer, wenn ihr gerade auch in Deutschland als deutsche Zuschauer fotografiert, richtet euch darauf ein, nehmt einen Regenschirm mit. Man kann von unter einem Regenschirm heraus fotografieren, ohne dass Tropfen auf die Linse kommen, wenn man es geschickt anstellt. Ist kein schönes Foto, ist aber besser als gar kein Foto. Man könnte hier natürlich den Himmel austauschen, aber habe ich jetzt hier nicht gemacht. Hier links außen sieht man eine Schubkarre und so ein bisschen Gartenzeug, was ja nicht optimal ist. Aber es ist immer eher ein unterschiedlicher Zustand, wie man die Häuser halt so vorfindet. Ich croppe das jetzt so ein bisschen raus hier, die Schubkarre, damit man sie nicht sieht. Ups, das Seitenpanel eingeblendet. Ich croppe, wie gesagt, die Schubkarre raus.
Man ist auf jeden Fall, also schwieriges Thema. Es ist auf jeden Fall als Fotograf schon so die Aufgabe, da ein bisschen durchzugehen und nochmal hier und da so ein bisschen was zu verschieben und zu gucken und zu machen, dass das Haus halt möglichst gut aussieht. Aber irgendwo muss man da jetzt auch eine Grenze ziehen. Also da jetzt irgendwie gerade auch bei so einem Regenwetter, wo ich nicht weiß, wie groß mein Zeitfenster ist, um überhaupt Aufnahmen zu machen, ohne dass es regnet. Da jetzt irgendwelche Schubkarren und Erdsäcke durch die Gegend zu karren, das übersteigt dann jetzt so ein bisschen das, was man machen sollte. Ideal wäre, und da kann ich auch nur den Tipp geben, wenn man das irgendwie Möglichkeiten hat dazu, den Kunden eben so vorzubereiten, dem halt zu sagen, okay, hey Hausbesitzer, mach mal bitte, wickel alle Schläuche auf, alle Wasserschläuche und räum so dein Zeug weg, was da so ist, wenn es irgendwie vorhanden ist, du es nicht loswerden kannst, nicht in die Garage schieben kannst oder ähnliches, dann tu es wenigstens in irgendeine Ecke, die wir nicht fotografieren. Ja, meistens treffe ich den Kunden aber nicht, den Hausbesitzer, sondern bin eben nur mit dem Immobilienmakler, dem Real Estate Agent im Gespräch. Der Schlauch da sieht jetzt auch nicht so schön aus. Aber gut, wer mal so einen Wasserschlauch aufgewickelt hat, insbesondere nach Regen, der weiß danach, dass man dann eine total dreckige Hände hat. Und ich kann mir die auch in dem Haus nicht unbedingt waschen. Ich möchte da jetzt nicht die Waschbecken irgendwie mit Wasser bespritzen und es danach fotografieren. Also ja, hier auch dieser grüne Erdsack da in dem Regal links auch nicht optimal. So, wie gesagt, ihr seht ein bisschen am Rand, was ich damit mache. Ich finde, die HDR-Aufnahmen ist jetzt nicht so mein Favorite-Teil davon, weil steckt jetzt nicht wahnsinnig viel Fotokunst drin. Das können relativ viele Leute ohne langwierige Erklärung machen. Einfach Kamera auf ein Stativ, so ein bisschen Gefühl für die entsprechenden Winkel und dann 5 Aufnahmen oder 3 Aufnahmen auch nur gebracketet und fertig ist das Ding. Natürlich in der Nachbearbeitung scheidet sich dann gut von böse so ein bisschen, ne? Also wenn man jetzt halt ein vernünftiges, nicht zu künstliches Bild haben will, dann muss man da halt auch ein bisschen dran arbeiten. Ja, hier am Rand, das ist auch nicht so schön. Also diese Metallgitter, die da liegen, könnte man jetzt raus photoshoppen. Muss man aber auch nicht. Fallen jetzt auch nicht so wahnsinnig auf. Man kann halt mit so Fotos relativ viel noch machen. Ist immer eine Frage des Geldes natürlich. Wie viel ist der Kunde bereit zu zahlen? Wie lange wollt ihr dran sitzen an den Aufnahmen? Also diese Spannungsleitung im Hintergrund, die Stromversorgung von dem Haus wegphotoshoppen, den Himmel austauschen gegen einen blauen Himmel. Kann man alles machen, dauert halt alles Zeit, muss man dann entsprechend natürlich auch sich bezahlen lassen, wenn man da jetzt nicht 1,5 Stunden dran sitzt an den Fotos, sondern 2 oder 2,5 Stunden. So, sind jetzt durch eigentlich mit der Bearbeitung von den Innenaufnahmen. Jetzt gehen wir, Außenaufnahmen, Entschuldigung, jetzt gehen wir zu den Innenaufnahmen über. Die habe ich vorher aussortiert, also ich habe viele Testshots dabei mit Blitz. Habe eben die Aufnahmen, die ich zur Bearbeitung brauche, mit einem One-Star-Rating versehen, danach das jetzt sortiert. Habe ein Preset angewendet, das zeige ich euch gerade, was ich da mit allen Fotos gemacht habe. Das ist einfach ein Preset, was ich mir gespeichert habe. Highlights runter, Shadows ein bisschen rauf, ein bisschen Farbe rein, ein bisschen Helligkeit rauf, ein bisschen Kontrast rein. So ein paar Sachen kann man sich selbst relativ leicht stricken. Und je nachdem, wie man das halt so haben will, das, was ihr gerade gesehen habt, ist eben mein Preset, was ich immer mache. Das nächste, was ich jetzt gerade mache, ist ein Auto-White Balance über alle Fotos. Und wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich nochmal mit der Temperatur um ein Drittel rauf. Das kann man recht schnell und elegant machen. Immer in der Thumbnail View, in dem Library-Modul, kann man eben da rechts in den Quick Development Settings einmal auf den nicht Doppelpfeil, sondern einfachen Pfeil klicken bei der White Balance. Da kann man alle Fotos, wie gesagt, in der Thumbnail View, die man markiert hat, kann man eben beliebig ein Stück wärmer oder ein Stück kälter machen. Ich finde, bei der Auto White Balance macht Lightroom mir das ein bisschen zu kühl, die Fotos. Ich will, dass sie so ein bisschen wärmer aussehen. Die Auto White Balance ist auch nur ein guter Start. Haut jetzt nicht für jedes Foto perfekt hin, aber hilft halt eben die Aufnahmen, die ich mit einer langen Belichtungszeit gemacht habe, wo dann die sehr gelbe Innenraumbeleuchtung sehr dominiert, hilft diese Fotos anzupassen und auf ein gleiches Niveau etwa zu bringen, wie die Fotos, die ich mit dem Blitz gemacht habe, der halt ja im Bereich von 5.400-5.500 Kelvin liegt, also etwas kühler ist, aber dafür mit dem Licht, was außerhalb des Fensters ist, ganz gut übereinstimmt. Von daher nehme ich dafür auch keine Gels oder keine Farbfilter auf dem Blitz, weil dann haut das halt mit dem Fenster nicht mehr hin.
Und die genaue Lampenfarbe, was da auch gerade immer eingeschraubt oder verbaut ist, trifft man eh nicht. Die bewegt sich zwar in der Regel so um 3000 bis 3500 Kelvin, aber wie gesagt, genau treffen tut man sie nicht. Und selbst wenn man dann mit einem gelb- oder orange gegelten Blitz reinschießt in das Bild, dann hat man halt eben ein viel zu kühles Fenster außen. So, ich bin jetzt hier schon mitten in der Bearbeitung drin. Ich habe, wie ihr oben sehen könnt, alle Fotosets, alle Aufnahmen in Photoshop geöffnet als Layer. Also das sind die einzelnen, nennen wir sie mal Szenen, also ein Raum, wo die Kamera auf dem Stativ steht, wo ich angefangen habe zu fotografieren, die Kamera dann keinen Millimeter mehr bewegt habe. Da muss man sehr aufpassen, dass man da nicht aus Versehen gegenstößt beim Vorbeilaufen. Es sind halt eben 18 Szenen, das heißt 18 Innenaufnahmen, die der Kunde hinterher sieht, die ich halt dank meiner Markierungen auseinanderhalten kann. Das ist immer die Hand oder der Blitz, den ich in die Kamera reingehalten kann. Diese öffne ich eben als Layer in Photoshop. Ich habe jetzt aus dem folgenden Grund alle 267 RAW-Fotos, also wenn man die Markierung abzieht, bleibt man dann so 250 oder so übrig, gleichzeitig in Photoshop geöffnet. In verschiedenen Batches, also in 18 verschiedenen Aktionen, also ein Bild markiert, Open as Layers in Photoshop und dann kurz gewartet, dann das nächste, dann das nächste, dann das nächste, weil ich mich besser konzentrieren kann, beziehungsweise einen besseren Workflow habe, wenn ich eben in einem Stück durcharbeiten kann und ich kann dann die Zeit, die Lightroom und Photoshop brauchen, diese ganzen Fotos zu öffnen, kann ich hervorragend noch nutzen, um E-Mails zu schreiben oder ähnlichem. Meine Erfahrung ist, wenn ich jede einzelne Szene, die ja aus zwischen 5 bis 30 Aufnahmen bestehen kann, wenn ich das bei jeder Szene einzeln öffne, dann schweife ich doch zu sehr ab. Dann bleibe ich bei irgendeiner E-Mail-Bearbeitung hängen und dann hinterher stelle ich fest, oh Mist, das Bild ist ja jetzt schon seit 5 Minuten geöffnet im Hintergrund oder diese ganzen Layer. Wie gesagt, mein persönlicher Grund, warum ich das mache, ich habe jetzt einen Desktop-Rechner mit 32 GB Arbeitsspeicher drin. Insofern weiß ich nicht, ob ihr das machen könnt, wenn ihr jetzt nur zum Beispiel 8 GB Arbeitsspeicher habt, ob ihr dann halt diese 10 GB RAW-Files überhaupt öffnen könnt in Photoshop. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, auch mehr so ein persönlicher Workflow-Grund von mir, das so zu tun. So, ich pinsel jetzt, wie gesagt, hier durch. In diesem Badezimmer. Das Badezimmer ist sehr schwierig zu fotografieren, beziehungsweise so auszuleuchten, weil eben es sehr viele Winkel und diesen Spiegel hat hinten und diese Dusche in so einem Enclosure, also in so einer quasi in so einem abgeschlossenen Raum ist. Das heißt, ich müsste da jetzt eigentlich einen Blitz reinstellen, auf einem Lichtständer mit, weiß ich nicht, einer 32. Power oder sowas und dann mit einem zweiten Blitz außen arbeiten. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe es jetzt halt mir in meinem Tablet, über das ich die Kamera auslöse und auf dem ich die Ergebnisse sofort sehe, meines Fotos, eben geguckt, dass ich hier halt so ein bisschen die Decke und alle Stellen von dieser Dusche habe, die sich so ein bisschen überlappen. Ich will halt die Dusche nicht so darstellen, wie sie in Natura ist, so relativ dunkel, sondern etwas heller machen, damit sie ansprechender und einladender aussieht. Wie gesagt, was ich hier mache, ist kein natürliches Bild, dass ich den Anspruch habe, es soll so möglichst aussehen, wie das Auge es sieht. Dann wäre ich vielleicht sogar mit HDR etwas besser dran, obwohl dann meistens die Wände so ein bisschen matschig werden, je nach Bearbeitung oder je nach Software, die man benutzt oder Szene halt auch und Lichtverhältnissen. Was ich machen will hier, ist eben Marketingmaterial erstellen, wo ich ein Foto erstelle, das so ein bisschen magazinmäßig aussieht. Also wenn ihr jetzt euch ein Hotelmagazin oder online eben Fotos, gut gemachte Hotelfotos anguckt, da sehen die Zimmer jetzt hier halt auch nicht natürlich aus in irgendeinem Sinne, sondern halt möglichst, einladend. So, das war's jetzt auch schon mit dem Bild. Ich zoome immer gerne raus, um es mir ein bisschen kleiner anzuschauen, wie es halt so in Realität angeschaut wird. Jetzt merge ich alle Layer, das habe ich mir als Action auf die F6-Taste gelegt, also ein Tastendruck, alle Layer werden gemerged. Sonst ist das Bild hinterher, die Datei, die ich erzeuge, viel zu groß. Dann haben wir da 18 Dateien, die jeweils irgendwie ein 2 GB oder sowas haben. Und insofern merge ich die Layer, wenn ich das sichergestellt habe, dass da keine Fragmente von meiner Hand oder von meinem Bein noch in dem Foto mit drin sind. Und dann habe ich eben eine Datei, die nicht ganz so wahnsinnig groß ist.
So, gleiche Prinzip wieder. Ich laufe hier mit dem Blitz durch den Raum und leuchte verschiedene Ecken aus. Warum tue ich das? Beziehungsweise warum stelle ich nicht einfach nur einen Blitz hinter die Kamera und leuchte das, sorgt dafür, dass die Helligkeit stimmig ist, sondern ich mache das, weil ich durch meinen Blitz eben Schatten erzeuge, je nachdem, wo ich mich in dem Raum befinde. Und insofern ein, wie ich mir zumindest einbilde, interessanteres Bild schaffe, als wenn ich jetzt einfach nur hinter der Kamera stehen würde mit dem Blitz und nur sagen würde, okay, die Helligkeit und die Dunkelheit hier, das stimmt jetzt, fertig. Weil, wie gesagt, man halt durch diesen Blitz, das ist ja auch das Gleiche, wenn man ein Porträt oder ähnliches macht mit On-Camera-Flash, dass man halt einfach die Schatten killt, die halt nicht mehr da sind, wenn man den Blitz halt aus der gleichen Richtung reinschießen lässt ins Bild, wie die Kamera halt ist. Ne? So, ich gehe jetzt hier rein. Ich muss mindestens mit meiner Methode mit mindestens 2 Blitzen arbeiten. Also das können jetzt, ich arbeite ja da auch mit Blitzgruppen eher. Ich habe jetzt 2 Blitze zusammen auf einem Arca-Plate, also einer Arca-Swiss-Schiene zusammengeschraubt. Einfach aus dem Grund, dass ich sie leichter auseinanderschrauben kann und nicht mit diesen kleinen, fummeligen Hotshoe-Dingern arbeiten muss. Und ja, brauche halt mindestens 2 Blitze, um zum einen jetzt den Raum, in dem ich mich hier aufhalte, das Haupt da, ups, da ist ein Stück von meinem Bein, das lösche ich raus, den Raum halt zu erhellen und gleichzeitig aber einen Blitz in einen anderen Raum zu stellen, also das Schlafzimmer, das Badezimmer hinten oder den Flur, um dort halt das aufzuhellen. Also ich kann nicht mit einem Blitz arbeiten und dann von A nach B gehen, weil dann habe ich so eine Abbruchkante, die einmal Vordergrund ist hell, dann ist der Hintergrund hell und dann müsste ich das mühsam ausschneiden und würde es wahrscheinlich nie komplett so hinkriegen, als wenn ich halt die Vorderkante auf einer gleichen Helligkeit lasse und dann nur den Hintergrund ausleuchte. Ihr werdet das im Wohnzimmer auch nochmal sehen, also in etwas komplexeren Räumen. Das Zimmer hier ist jetzt der Master Bedroom. Man spricht bei amerikanischen Häusern eben davon, dass von dem Master Bedroom, da gibt es jetzt auch keine deutsche Entsprechung für, es ist eben so das Hauptschlafzimmer. Also das Schlafzimmer ist meistens das Schlafzimmer, was ein angeschlossenes Badezimmer drin hat und auch in der Regel etwas größer ist von der Fläche her und auch einen größeren Kleiderschrank hat als die anderen Schlafzimmer. Hier links in der Ecke, speaking of Kleiderschrank, links in der Ecke ist der Kleiderschrank, das Closet. Den versuche ich bei solchen Aufnahmen wie der jetzt gerade, auch wenn ich nur ein Foto von dem Schlafzimmer mache, was jetzt hier nicht der Fall ist, hier mache ich immer 2 vom Master Bedroom oder fast immer, bei den anderen mache ich nur 1, versuche ich immer diesen Schrank mit darzustellen, weil ein amerikanisches Haus, zumindest in Kalifornien, das mag jetzt von Staat zu Staat unterschiedlich sein, dort darf ein Raum nur Schlafzimmer genannt werden, offiziell oder als Schlafzimmer gezählt werden, wenn er einen eingebauten Kleiderschrank mit hat. So wie hier links die Tür, das ist der Kleiderschrank. Ich zeige jetzt auch nicht das Innere der Kleiderschränke. Was ich also liefere für den Kunden, was der Kunde erwartet, sind je nach Hausgröße so zwischen 20 bis 35 Fotos. Wobei ich das jetzt auch während des Shoots nicht genau sagen kann, wie viele Fotos da jetzt bei rauskommen. Ich habe da so mein Standardprogramm, was ich ablaufen lasse oder was ich abarbeite. Das sind halt eben 3 bis 4 Fotos von der Front, 3, 4, 5 Fotos vom Garten, je nachdem wie groß der ist und wie verwinkelt und was für Features der so hat. Und dann mache ich pro Schlafzimmer ein Foto. 2 bis 3 von der Küche, 3 etwa vom Wohnzimmer, 2 bis 3 noch von einem weiteren Arbeitszimmer oder der Essecke oder was auch immer noch da ist und halt eben 2 vom Master Bedroom, die halt, wie gesagt, der etwas größere Schlafzimmer. Und komme ich halt immer auf eine Überraschungszahl so ein bisschen. Das heißt, ich muss natürlich schon sicherstellen, dass ich jetzt nicht irgendwie mit 10 Bildern nach Hause komme, dann würde sich der Kunde schon beschweren, aber wie viele es jetzt genau sind, das sage ich vorher nicht. Ich habe da jetzt aber auch noch keine Beschwerden irgendwie gehabt. Es ist halt, man muss eben darauf achten, dass man keinen Raum vergisst und vielleicht auch nochmal vorher abklären. Meistens bekommt man das proaktiv mitgeteilt, wenn der Kunde nochmal, also der Makler ist der Kunde, nicht der Hausbesitzer, wenn der Makler eben nochmal ein Foto von dem Schrank haben will oder ein Foto von der Garage oder ähnliches, was seltener vorkommt. Die Garage ist meistens recht zugerümpelt mit irgendwie Zeug.
Und selten kommt es aber auch vor, dass die Garage jetzt irgendwelche schönen Einbauschränke mit drin hat, eine Werkbank oder ähnliches. In dem Fall muss man halt nochmal abchecken. Also da muss man halt sicherstellen, dass man eben alles fotografiert hat, was der Kunde hinterher sehen will von dem Haus. Bei sowas wie der Garage zum Beispiel würde ich jetzt sogar auch zu HDR oder auf HDR zurückgreifen, weil das eben Räume sind, die keine komplizierten Lichtszenarien bieten, aber die sich jetzt auch nicht wirklich lohnen, jetzt so auszuleuchten. So wie dieses Schlafzimmer jetzt hier zum Beispiel. Es ist halt auch wichtig, eine gewisse Konsistenz zu haben. Das ist jetzt im Fall, wie gesagt, von der Garage egal. Aber ich will jetzt nicht einen Raum mit Licht machen, mit Blitzen, und einen Raum mit HDR machen. Das sieht dann ein bisschen komisch aus. Also wie gesagt, ich mache hauptsächlich diese Methode, die man im Englischen zumindest Handblending nennt, weil ich hier mit der Hand hinterher hingehe, mit einem Pinsel. Und diese verschiedenen Layer ineinander reinpinselt. Das ist ein sehr komplizierter Raum auch wieder, das Schlafzimmer. Ich zeige Ihnen ein ganz kurzes Handyvideo, was ich mit meinem Handy gemacht habe, wo ich nochmal kurz den Aufbau zeige, wie ich den Blitz da angebracht habe. Der Blitz liegt oben auf der Tür drauf, mein Yongnuo YN685 Blitz. Bei solchen Gelegenheiten, ja, sind die mir auch schon mal ab und zu runtergefallen. Da hat man dann noch eine 50-50 Chance, dass er danach noch funktioniert. Ein weiterer Grund, warum ich keine teuren 600 EXRT Blitze benehme dafür, und man muss halt auch sagen, sind halt auch machen das gleiche Licht wie jetzt ein teurer Canon Blitz, kosten deutlich weniger und sind relativ zuverlässig auch dabei. Ab und zu geht mal einer kaputt, einfach so, also nicht mehr durchs Runterfallen, aber damit kann ich dann leben. Also so ein Blitz kostet zwischen ja 70 bis 100 Dollar etwa. So, das Badezimmer, wie gesagt, sehr komplizierter Raum. Das ist auch schwierig insofern, gerade bei diesem Raum, dass man im Spiegel sehen kann, also die Kamera sehen kann. Da gibt es jetzt eigentlich auch keinen Weg, das irgendwie zu verhindern. Es sei denn, ihr geht mit der Kamera so weit runter vom Winkel, dass sie halt unterhalb der Spiegelkante ist, was aber, finde ich, sehr weird aussieht, so vom Kamerawinkel. Also das empfehle ich jetzt nicht zu tun. Eine andere Möglichkeit wäre, sie halt komplett raus zu photoshoppen. Das kann auch schwierig sein, wenn der Hintergrund zu komplex ist. Und selbst bei so einer weißen Wand wie der kann es halt sein, wenn man so ein großflächiges Teil wie die Kamera auf dem Stativ raus photoshoppen will, rausklonen will mit Photoshop, dass man dann irgendwelche Flecken drin hat, weil die Wand eben so einen Farb- oder Helligkeitsverlauf hat. Also davor schrecke ich auch zurück. Man kann die Kamera auch in so einen extremen Winkel ungefähr neben den Türgriff stellen und dann in das Bad rein fotografieren. Viel andere Optionen gibt es jetzt nicht. Ich habe mich dafür entschieden, diese Dekoration, diese Kunstblume vor die Kamera zu schieben. Und das hat jetzt nicht so richtig gut funktioniert, aber den Rest werde ich jetzt raus photoshoppen, also raus klonen. Und ja, das Ergebnis werden wir gleich sehen. Man könnte natürlich auch einfach dazu stehen und die Kamera in dem Bild lassen, also die Kamera zeigen. Wie gesagt, ich bin sehr froh über jedes Badezimmer, was nicht so einen großflächigen Spiegel hat, der die Eingangstür zeigt. Sehr schwieriger Fall leider immer. So, hier gehe ich jetzt eben hin und arbeite mit einer, damit ich nicht um diese Pflanze her so herumschneiden muss, und arbeite jetzt halt mit einer Layer, nicht mit einer Layermaske, schneide ich halt den Teil aus, maskiere ich. Und ja, das ganze Haus ist gestaged. Das ist hier relativ üblich, gerade auch bei etwas teureren Häusern. Das bedeutet, da ist eine Firma hingekommen und hat so diese ganzen Kunstmöbel und Blumen und Bilder und alles eben rot reingetan. Also so, wie wir das Haus jetzt hier sehen, lebt keiner drin in diesem Haus. Die Leute sind halt schon ausgezogen und haben eine Staging-Firma bezahlt. Das macht in der Regel nicht der Makler. Der Makler bezahlt hier in der Regel den Fotografen, also mich. Deswegen sage ich immer, der Makler ist mein Kunde. Das Staging selbst wird dafür von dem Hausbesitzer bezahlt. Und das ist auch nicht billig. Also so ein Haus von der Größe zu stagen, da muss man mit etwa 3000 Dollar rechnen dafür. Dafür, dass eine Firma eben kommt und das alles ausstattet und einrichtet und dann diese Sachen ja so 2 bis 3 Wochen etwa drin lässt, bis eben das Haus verkauft ist. Ja, also Staging-Firma gibt es, wie gesagt, nicht so häufig in Deutschland, soweit ich weiß. Vielleicht liege ich auch falsch. Und das hier sind eben diese ganzen Staging-Utensilien, die hier drin sind. Ja, es ist jetzt noch nicht so aufregend. Wie gesagt, wer das Klon-Tool kennt, weiß, was ich mache. Ich shoppe das, Photoshoppe das raus.
wie der Laie sagt. Ansonsten photoshoppe ich jetzt, das ist eben so ein Bildfehler sozusagen, den ich selbst mit reingebracht habe. Ansonsten, ich photoshoppe jetzt for free eigentlich nichts weg, außer es ist sehr leicht, also irgendwie keine Ahnung. Da wieder der Blitz obendrauf auf der Tür. Man kann mit diesen Klammern kann man übrigens auch an der Tür selbst festschrauben. Dafür ist jetzt hier nicht genug Platz. Also die Deckenhöhe ist schlicht zu niedrig. Das ist jetzt ein kleines Badezimmer, also ohne Dusche oder ähnliches. Das ist ein halbes Bad halt. Kennt man in Deutschland auch. Sagt man ja auch halbes Bad zu. Hier pinsel ich eben wieder die Teile rein, um halt etwas interessantere Schattengebung zu erzeugen damit. Und eben halt auch so der rechte Bereich des Fotos ist etwas zu hell geworden, weil da halt der Blitz war. Und das gleiche ich jetzt eben auch damit aus. Der so ein Blitz, also so Licht, fällt ja ab im Quadrat. Das heißt, ist, wenn ich am Anfang im Türrahmen stehe und blitze, ist es halt vorne hell und hinten wird es halt immer dunkler, je weiter das halt weggerät. Also das ist, finde ich, auch schon ein Aspekt, der es jetzt etwas schwieriger macht, mit einer Belichtung sozusagen das ganze Bild so zu erzeugen. So, jetzt wird es langsam etwas interessanter. Jetzt gehen wir so in diese Räume rein. Das sind hier alles relativ einfache Aufnahmen, insofern, als dass sie zum einen kein Fenster drin haben, zum anderen aber auch nur eine Ecke zeigen und keine hintereinander verschachtelten Räume, wie wir sie gleich sehen werden. Das ist halt auch, wenn man das so sieht, ganz häufig, was Leute in ihren Immobilienfotoportfolios zeigen. Nämlich solche relativ einfachen Räume, aber bei diesen etwas komplexeren, wo dann halt verschiedene Räume hintereinander liegen, ja, da wird es dann schon schwieriger mit der Fotografie. Hier sieht man eben, dass die White Balance nicht komplett hingehauen hat, die Auto-White Balance in Lightroom. Das macht nicht so viel. Ich korrigiere die Fotos auch nochmal einmal nach. Ich pinsel da jetzt dieses etwas zu magenta-lastige Wand rein. Wie gesagt, es ist nicht so schlimm. Ich kann das hinterher nochmal einmal in Lightroom rübergehen, wenn ich fertig bin mit den Fotos. Und kann das da nochmal so ein bisschen korrigieren und sogar auch nochmal mit dem Pinsel einmal rübergehen. So, das war's jetzt. Die Decke ist hier auch ein bisschen problematisch natürlich, wenn man halt einen Blitz in die Decke reinbounced. Da ist eine weiße Decke immer schön. So eine Holzdecke ist schwierig. Es war aber nicht ganz so schwierig, wie ich dachte. Also die Bilder sind jetzt nicht so, die einzelnen Aufnahmen, so orange geworden, wie ich es befürchtet habe. Weil die Decke, glaube ich, nicht so richtig dunkelholzfarben ist. Und glaube ich auch, ja, es ist eine Frage der Lackierung auch so ein bisschen ist. Also der Oberfläche an sich. Das macht es auch so ein bisschen spannend immer bei Immobilienfotos, dass nicht jeder Raum gleich ist. Also es gibt Räume, die sind super reflektierend. Da bounced man mit irgendwie einem Viertel Power Flash rein und es wird sofort super hell alles. Und es gibt andere Räume, da haut man Full Power rein und das Licht wird einfach verschluckt von der Wand, weil sie halt eben nicht reflektiv gestrichen ist, sondern so matte gestrichen ist. Hier bei dem Bild auch noch bemerkenswert vielleicht zu sagen, ich habe den hinteren Raum nicht ausgeleuchtet, also ich habe dort keinen Blitz reingetan, sondern einfach nur mit der Belichtungszeit gearbeitet, sodass der Raum hinten nicht in Dunkelheit absäuft. Das ist halt so ein, ja, relativ einfach in dem Fall, aber auch so ein Beispiel, weswegen man, wenn man den Raum hinten ausleuchten muss, weil er zu dunkel ist, weil es vielleicht auch nur eine Kammer oder eine Toilette ist, mit irgendwie so einem gelben Licht, was man halt auch nicht so richtig gut benutzen kann dafür, wenn da halt so gelbe Energiesparleuchten drin sind, dann unterscheidet sich das von der Farbe her, von der Lichtfarbe schon komplett von dem Blitz. Und das sieht man dann auch, wenn man dann eben kein Tageslicht hat hinten in dem Raum, sondern nur so gelbe Leuchten und vielleicht kein Fenster, dann hat man den Vordergrund so neutral oder ja normal farbig sozusagen und der Hintergrund, dieses alles, was in diesem Raum hinten drin ist, ist komplett gelb. Wie gesagt, ist hier nicht der Fall. Jeder Raum oder jedes Setup ist halt so ein kleines, ja, nicht Rätsel, aber so eine kleine Herausforderung, finde ich immer. Von daher, mir persönlich wird das jetzt auch nicht langweilig mit den Immobilienfotos. Hier pinsel ich eben das Fenster rein. Es ist jetzt nicht so ein schöner blauer Himmel. Wie gesagt, es hat geregnet. Man sieht, es ist nass draußen. Oder es regnet, glaube ich, als ich da die Fotos mache gerade noch. Und habe dann nachher die Gelegenheit genutzt, als ich gesehen habe, es hat aufgehört zu regnen. Bin dann sofort rausgestürmt, habe die Außenaufnahmen schnell gemacht. Und man muss hier halt sehen, wie dunkel oder hell man das Außen, die Außenaufnahme gestalten will.
Man kann das ja alles mit der Belichtungszeit und dem Blitz regeln. Sorry für die Leute, die jetzt mehr Ahnung schon von Fotos haben. Ich will euch nicht langweilen, aber der Blitz regelt ja sozusagen den Vordergrund, insofern als dass der Blitz an sich ein relativ kurzes Ereignis ist innerhalb der Belichtungszeit. Also ob ihr eine 200. Sekunde oder eine 20. Sekunde Belichtungszeit habt, der Blitz ist theoretisch immer gleich hell. Außer ihr geht so in den Bereich vom High-Speed-Sync, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber an sich ändert, wie gesagt, ist der Blitz immer gleich hell, außer dass ihr mit der Belichtungszeit ihr bestimmt, wie viel Umgebungslicht zusätzlich noch mit reinfällt. Nach diesem Prinzip arbeitet man eben auch, wenn man das Fenster hinten, den Hintergrund gestalten will. Man kann es relativ dunkel machen, man kann es auch relativ hell machen. Ich mache es auch unterschiedlich. Also das kann ich jetzt auch nicht sagen, dass das bei jedem Fenster ich das gleich gestalte. Hier kurzer Einschub. Hier ist es nicht so schlimm, aber ich wollte euch kurz zeigen, was man mit so einem Fernseher machen kann. Man muss auf Reflexionen immer achten. Und so ein Fernseher ist so ein bisschen fies, weil man auch dort nicht wie beim Spiegel so eine ganz sichtbare, eindeutige Reflexion hat, aber man sieht hier zum Beispiel die Kamera auf dem Stativ, was ich nicht ganz so schlimm finde, aber wenn man mich jetzt sehen würde in diesem Fernseher, was hier nicht der Fall ist, dann wäre das jetzt nicht so gut. Man kann so einen Fernseher aber relativ gut korrigieren, indem man halt einfach den markiert, die Sicht, die Bildschirmfläche und den dann halt mit Schwarz so ein bisschen übermalt. Sieht jetzt erstmal für euch komisch aus, ihr denkt, oh, es sieht ein bisschen künstlich aus, aber für jeden, der dieses Foto hinterher sieht, sieht es ganz normal aus. Und ein Fernseher hat schwarze Fläche, muss natürlich ausgeschaltet sein. Hier kommen wir jetzt in einen der etwas komplizierteren Räume, weil er zum einen sehr groß ist. Zum anderen eine durchbrochene Decke hat. Das heißt, wenn ich ganz links jetzt hier in dem Bild stehe und das anleuchte, kommt davon dem Licht nicht mehr so wahnsinnig viel hinten beim Kühlschrank an, weil man halt eben diese Abbruchkante hat. Und umgekehrt, wenn ich beim Kühlschrank, was man da ja sieht, das beleuchte, kommt vorne links beim Fernseher, also was hier links im Bild ist, auch nicht mehr so viel an, weil halt eben so eine Kante mit im Bild ist. Und diese Kante kann halt auch Schlagschatten erzeugen. Auch gerade bei diesem Balken oben muss man aufpassen. Deswegen ist meine erste Aufnahme, die ich immer mache, mit einer langen Belichtungszeit dafür da, um die Decke einmal vernünftig hinzukriegen. Also ein Foto von der Decke. Dabei nehme ich natürlich im Kauf, dass dieses Recessed Lighting, also diese Deckenleuchten, die in der Decke versenkt sind, ein bisschen überstrahlt sind oder ein bisschen überbelichtet sind. Aber ich persönlich finde es gar nicht so schlecht, weil das halt eben Leuchten sind, also Lampen, die sind halt an. Insofern müssen die jetzt nicht komplett, also nicht dunkel sein, sondern ja, komplett, man muss jetzt nicht den genauen Rahmen erkennen. Also wenn die so ein bisschen ganz leichte Halos haben und so ein bisschen überstrahlt und überbelichtet sind, ist das für mich okay, hinterher für die Aufnahme. Wichtig ist allerdings, die Lichter anzumachen. Das könnte man jetzt natürlich auch machen, dass man ein Foto macht mit Lichtern an, eins mit Lichtern aus. Wenn es zu crazy ist, sagen wir mal so, wir haben jetzt eine grüne Decke oder ähnliches, eine grün gestrichene Decke und das Licht strahlt einfach zu krass in ungefährer Aufnahme. Könnt ihr das natürlich auch ausschalten, ein Foto mit Licht ausmachen, eins mit Licht an und die dann hinterher blenden, ineinander blenden mit einem weichen Pinsel. Muss man in der Regel nicht, die Decken sind in der Regel relativ hell oder hell genug. Man könnte jetzt halt eben auch, wenn man das ausgleichen will, den Kontrast zwischen ja, heller Decke, beziehungsweise wenn man die Belichtungszeit an die Lampen etwas mehr anpasst, zu dunkler Decke, könnte man halt eben den Blitz in den Boden bouncen. Das Problem hier wäre natürlich, dass dann alles gelb oder orange wird, weil der Boden braun-orange ist. Aber man könnte einen großen Reflektor oder von mir aus auch einen Durchleuchtschirm oder eine weiße Decke, ein weißes Handtuch oder so mitnehmen und da rein blitzen und da rein bouncen. Das könnte man jetzt alles machen. Muss, wie gesagt, für mich nicht sein und wird dann auch so ein bisschen zu aufwendig, das Ganze. Man muss es jetzt in einem ökonomischen Rahmen halten, auch den Fotoshoot. Also bestmöglichste Qualität zu einem mit einem Zeitaufwand, der der Sache auch noch angemessen ist. Ist natürlich was anderes, wenn das jetzt irgendwie ein Luxushaus ist, für das ihr irgendwie 1500 Dollar kriegt zum Fotografieren. Das gibt's auch. Wird dann auf jeden Fall wird noch mal ein anderer Aufwand natürlich gefragt. Da muss man dann auch Twilight-Fotos machen, noch mal hinfahren, auch zu verschiedenen Zeiten hinfahren. Einmal morgens, wenn zum Beispiel die Sonne auf die Front scheint, und dann noch mal nachmittags, wenn die Sonne auf die Rückseite scheint. Man kann es ja ansonsten nicht zu einem Zeitpunkt hinkriegen, dass man Vorder- und Rückseite beide super schön beleuchtet sind.
Heute in dem Fall relativ egal, weil das bewölkt ist und ja, kein ideales Szenario, um Fotos zu machen. Ich fotografiere lieber, wenn die Sonne scheint und man einen schönen Kontrast hat, den ich dann halt mit HDR-Fotos, Außenaufnahmen, HDR-Fotos ausgleiche, aber dafür halt eben schöne Farben, knackige Farben, knackigen Kontrast habe und eben sonnige, warme Sommerbilder habe. Wenn ich mit wenn es bewölkt ist, arbeite, dann werden die Farben alle so ein bisschen matschig, selbst wenn man sie aufdreht. Da ist die Maklerin einmal ins Foto gelaufen. Und ja, ich bin jetzt hier zurück zu diesem Foto. Also ich habe es, glaube ich, nicht erwähnt. Sorry, wenn das ein bisschen umstrukturiert ist. Ich versuche das so schnell wie möglich zu dokumentieren, aber rase eben halt auch durch die Bearbeitung durch, weil ich eben so schnell wie möglich auch fertig werden will damit. Das sind halt alles Layer-Masken, Layer, die da geöffnet sind, jede einzelne Aufnahme. Ich erstelle, das geht so schnell, dass, weil ich eine Tastenkombination, eine Action mir gespeichert habe, ich erstelle eine Layer-Maske und invertiere die dann. Der Vorteil davon ist eben, dass ich das Bild, was da drin ist, reinpinsel und auch wieder rauslöschen kann mit dem Pinsel-Tool und dem Lösch-Tool. Und ich arbeite auch, wie man sehen kann, oben Opacity 30%. Das passe ich je nach natürlich auch ab und zu an, aber ich arbeite in der Regel mit 30% Opacity. Und wie ihr links oben unter dem Wort Edit sehen könnt in Photoshop, ist es auch eine weich umrandete Bürste, ein Pinsel. Bürste ist im Englischen das gleiche Wort für Brush und Pinsel. Und das ist eben eine weich umrandete Bürste, damit wir da keine Linien reinpinseln und eben nur eine geringe Opacity, geringe... Ja, Opacity. Und ja, so kann ich mir halt entsprechende Teile nur des Bildes, die ich haben will, aussuchen und die dort reinpinseln. Das Fenster, wie gesagt, sieht man hier, hat verschiedene, da habe ich mit verschiedenen Belichtungszeiten gearbeitet und dadurch kriegt man das halt weiter runter. Ich, also die Helligkeit, was außerhalb des Fensters stattfindet. Ich arbeite mit maximal nach 160stel Sekunde, weil ich eben nicht in den Bereich High-Speed-Sync gehe, sondern halt für meine Kamera ist das leider eine 180stel Sekunde, wobei das manchmal auch so einen Balken unten erzeugen kann. Also ich bleibe bei einer 160stel Sekunde. Das ist eben die maximale oder kleinste Verschlusszeit, mit der ich arbeiten kann, was aber auch okay ist, weil ich ansonsten mit der ISO-Zahl runtergehe. Also sollte es draußen so hell sein, dass ich die 160stel Sekunde nicht mehr ausreicht, gehe ich mit der ISO-Zahl entsprechend weiter runter. Ich gehe nicht mit der Blende rauf, ich arbeite mit allem mit F10, kann jetzt auch F9 sein oder F11 oder F13. Das Problem ist, wenn ihr eben auf irgendwie F22 geht oder ähnliches, dann seht ihr Dreck, der auf dem Sensor ist und ein kleines Staubkorn, weil die Lichtstrahlen relativ parallel auf den Sensor fallen und dann eben kleine Staubkörner oder ähnliches Schatten erzeugen auf dem Sensor, auf dem Bild, die ihr bei etwas weiterer Blendenöffnung nicht sehen würdet, wo die Strahlen halt eben etwas weniger parallel laufen und eben um dieses Staubkorn herum den Sensor ausleuchten. Außerdem habt ihr noch so einen Effekt, der, ich nicht weiß, was auf Deutsch heißt, Diffraction, also die Linse, die Qualität wird nicht unbedingt besser von dem Foto, wenn ihr da runtergeht auf F22 oder ähnliches. Also ich würde es vermeiden. Andererseits, ich will jetzt auch kein Bokeh haben oder ähnliches. Also ich will jetzt eine möglichst große Tiefenschärfe haben. Also vorne die Ecke von der Couch soll genauso scharf sein wie die Vase hinten an der Wand. Entsprechend will ich jetzt auch nicht mit F4.5 oder ähnlichem arbeiten. Zumal die Linse dann auch nicht wirklich, mein Sigma 12 bis 24 mm, auch keine hervorragende Bildleistung irgendwie mehr hat. Deswegen, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, das alles so im Bereich von F10 zu machen. Deswegen brauche ich jetzt auch keine besonders gute Linse, also die jetzt irgendwie F2.8 kann oder F4, sondern ich brauche einfach nur eine weite Linse. Da hat Sigma von irgendwelchen extrem teuren Canon-Optionen mal abgesehen, hat Sigma eben eine sehr gute Linse mit dem 12 bis 24 mm. Ich habe meins mal gebraucht, gekauft für 700 oder ähnlicher Betrag, $700. Und fotografiere damit eigentlich 99% meiner Immobilienfotos. So, ich pinsel jetzt, wie gesagt, hier rein. Nochmal zum Thema Fenster. Es ist ja halt ein ganz entscheidendes Qualitätsmerkmal von solchen Immobilienfotos. Bei HDR-Fotos gerne auch mal so ausgewaschen. Bei Fotos, wo Leute sagen, okay, ich mache hier nur Natural Light. Es gibt definitiv eine Zeit und einen Ort für Natural Light-Fotos. Eine Hochzeit zum Beispiel oder Porträts oder ähnliches.
Immobilienfotos ist es nicht. Also ich mache auf jeden Fall, benutze ich auch das Natural Light, das natürliche Licht, was reinfällt, aber ich blende es, wie ihr ja seht hier die ganze Zeit, ich blende es eben mit Blitzlicht. Meine Betonung oder der Fokus liegt aber etwas mehr auf dem Blitzlicht, weil ich eben Kontraste haben will. Hier nochmal ganz kurz noch der visuelle Videoeindruck, wie das hier aussieht. Meine 7 Blitze, die ich benutze, in 2 verschiedenen Gruppen, Gruppe B und Gruppe C. Ich habe nochmal weitere Blitze in Gruppe A im Kofferraum vom Auto zu liegen als Backup, die auf einer Arca Swiss Schiene zusammengefasst sind, damit ich sie leichter auseinandernehmen kann, wenn ich spontan mal mit einer Blitzgruppe in einen anderen Raum gehe. Ich könnte auch mit einem Studioblitz arbeiten. Ich habe zu Hause noch einen Godox AD600 Blitz, kann ich auch sehr empfehlen. Der Nachteil ist davon, dass man eben so einen riesigen Strobe mit rumschleppen muss. Ich habe hier diese 6 Blitze, haben ungefähr 600 Wattsekunden oder entsprechen ungefähr 600 Wattsekunden. Auch wenn man das bei Blitzen in einer Guide Number ausdrückt und nicht in Watt pro Sekunde. Aber wie gesagt, jeder von diesen Blitzen hat so ungefähr 100, entspricht ungefähr 100 Wattsekunden. Die Kamera benutze ich auf einem Custom Preset, was ich auf C1 gelegt habe, für Indoor, C2 für die Bracketed Shots. Die Blitze steuere ich mit diesem Yongnuo YN 560 Mark II Trigger. Das hat eben der Vorteil im Gegensatz zu dem Studio Strobe, dass ich diese Blitze nicht einzeln einstellen muss, sondern alle und verschiedene Gruppen auch aus der Entfernung her triggern und verstellen kann. Das heißt, ich kann jetzt einen Blitz in den Nachbarraum stellen, wenn ich zurückgehe und feststelle, oh, ist zu hell, fernbediene ich diesen Blitz einfach. Also ich kann sowohl die Kamera als auch die Blitze per Fernbedienung verstellen. Die Kamera läuft über Wireless mit einem billigen Android-Tablet, wo ich, wie gesagt, alle Einstellungen der Kamera verstellen kann und auch das Bild sehen kann. Und bei den Blitzen kann ich die, wie gesagt, aus der Ferne steuern. Das Yongnuo-System, falls sich der eine oder andere technisch sehr auskennt und sagt, ja, Moment mal, der Godox AD600 Blitz hat aber auch einen Transmitter, das weiß ich. Den X1 oder wie er heißt, den habe ich zu Hause. Das Problem bei dem Godox-System, ich hätte sofort alle Yongnuo-Blitze verkauft und mir die Godox-Blitze gekauft, die ich dann zusammen mit dem Studio Strobe hätte benutzen können. Aber das Problem ist, und da gehe ich jetzt sehr ins Technische rein, dass außer dieses Yongnuo-System und andere sehr einfache 0815 Billigsysteme verstellen die Transmitter, die ich auf die Kamera tun würde, machen jedes Mal, wenn ich das Foto auslöse, ein Override von den Blitzeinstellungen. Das heißt, ich bin im Nachbarraum, stelle meine Blitze mit dem Transponder, den ich gerade gezeigt hatte in dem Foto, stelle ich halt ein und stelle die zum Beispiel auf ein Viertel Power, aber der Transponder oben auf der Kamera, der da drauf geschraubt ist, den ich ja brauche, um diese Blitze auszulösen, steht noch auf Full Power. Das heißt, dann in dem Moment, wo ich das Foto mache, bevor ich das Foto mache, sagt der Transponder auf der Kamera, ja, Moment, ich sende nicht nur ein Signal Blitz auslösen jetzt, sondern ich sende auch ein Signal Blitz verstellen auf Full Power und an auslösen jetzt. Also, der macht eben ein Override, die meisten anderen Systeme. Und das ist dann eben schlecht für mich, weil ich dann die Blitze nicht mehr fernsteuern kann. Ich müsste dann jedes Mal zur Kamera gehen und dort die Blitze an dem Kamera Transmitter verstellen, was der Nachteil ist, dass ich jedes Mal zur Kamera laufen muss, aber auch, dass ich die Kamera anfassen muss, was jetzt hier auf dem Boden, auf so einem Holzboden oder auch auf Fliesen kein Problem wäre, aber wenn ich die Kamera manchmal auf ganz wackeligen Untergrund stelle, auf so einem weichen Teppichboden, dann möchte ich sie doch nicht mehr anfassen danach. Es gibt auch extreme Szenarien, wo ich die Kamera auf eine Couch stelle, auf eine weiche Couch. Und sie danach überhaupt nicht mehr anfasse. Also, dass, wie gesagt, alles nur fernsteuere und auch den Raum verlasse, weil ich ansonsten mit im Bild wäre. Was ich jetzt meistens auch bin, aber nicht bei allen Aufnahmen drin sein will. Ja, also hier leuchte ich eben diese Küche aus. Ein sehr kompliziertes Bild, weil man sehr viele Bruchkanten drin hat, die halt Schatten erzeugen, wie diese Mittelinsel. Und sehr auch diesen Raum im Hintergrund halt eben hat, der auch relativ groß ist und dann links auch noch diesen zweiten Raum eben hat. Also deswegen habe ich hier so viele verschiedene Layer, wo ich halt verschiedene Stellen von dem Bild ausleuchte und halt auch Vordergrund eine geeignete Belichtung halt aufstelle und dann in den Raum dahinter gehe mit einem Blitz, den ich in der Hand halte, was dann Gruppe C ist, also eine andere Blitzgruppe und dann so halt dafür sorge, dass das, was hinter der Tür ist, nicht wie so ein dunkles Loch aussieht. Genau.
Hier wird in der Küche gearbeitet. Wie gesagt, alles, was hier drin ist, ist halt Staging. Außer dieses Amazon-Gerät mit diesem Stecker. Das hätte man jetzt vielleicht rausziehen können, sage ich so ganz selbstkritisch. Das hätte jetzt vielleicht, wäre jetzt vielleicht ein bisschen besser ausgesehen ohne diesen Stecker. Aber gut. So, da hinten ist es noch etwas zu hell. Da pinsel ich eben nochmal so weich so ein bisschen rüber. Wie gesagt, wichtig ist auch hier gerade in der Küche alle Lichter anzumachen, auch diese Countertop-Beleuchtung und auch so Lichter, die in der Abzugshaube sind, sofern sie denn funktionieren. Wenn ein Licht kaputt ist, ich glaube, da war ein Licht kaputt, dann ja, würde ich lieber alle ausmachen. Man kann natürlich auch das rein photoshoppen hinterher, also eine Birne, die kaputt ist, überklonen. Ah, das ist schon relativ viel Arbeit. Also normalerweise in meiner Preisliste nehme ich dafür extra Geld, weil es halt auch extra Zeit kostet. Dauert vielleicht nur irgendwie 3, 4 Minuten, das zu machen. Manche von euch können es vielleicht schneller machen. Kommt so ein bisschen auf die Szene an und wie groß das Bild ist oder das Licht oder die Birne, die kaputt ist. Aber wenn man das so summiert, dann ist diese Birne in 3 verschiedene Fotos, dann sind noch ein paar andere Birnen kaputt. Und ja, da muss man dann einfach sagen, okay, muss man ja halt irgendwie extra Geld für nehmen, wenn es denn gefragt ist. Meistens, wenn mich der Makler fragt, okay, kannst du diese Birne dann noch photoshoppen? Dann sage ich auch, ist okay, da nehme ich jetzt nicht extra Geld für. Aber es ist immer eine Sache, ob man sagt, okay, ist okay, ich mache das jetzt, ich nehme da kein extra Geld für, okay, ja, hey, super, danke. Oder ob man es grundsätzlich immer macht und dann ist halt so die Erwartungshaltung da, hey, die 20 Glühbirnen hier in dem Haus, in jedem Raum mindestens eine, sind übrigens alle kaputt, aber du photoshoppst ja sowas, ne? Mach mal bitte. Also da muss man halt auch gucken, dass man jetzt halt da nicht irgendwie sich zu sowas ja, committet, was dann ja einfach zu viel Zeit kostet. Wie gesagt, ich mache 2 Fotoshoots pro Tag in der Regel. Außer ich nehme bewusst einen Tag frei oder sage bewusst, okay, heute muss ich zu Hause ein paar Aufgaben machen, ich muss nochmal wieder meinen Rasen mähen oder ähnliches. Ich mache jetzt, nehme den Nachmittag frei. Ansonsten mache ich 2 Shoots pro Tag. Das erfordert natürlich auch eine gewisse Ökonomie in der Bildbearbeitung. Also ich kann mir jetzt nicht erlauben, mit gewissen Ausnahmen natürlich, ich kann mir jetzt nicht erlauben, an einem Fotoset irgendwie 4 Stunden lang herumzubasteln und rumzufotoshoppen. Von daher ist da jetzt auch eine gewisse Effizienz einfach gefragt. Wenn ich 2 Shoots pro Tag mache, ich habe auch keinen Backlog. Ich habe meine Turnaround-Zeit ist deutlich besser als die meiner Konkurrenz vor Ort. Also die Konkurrenz ist immer so, dödelt so zwischen 48 bis 72 Stunden rum. Für kürzere Bearbeitungszeiten nehmen sie tatsächlich Geld, die meisten, die ich kenne. Das mache ich nicht. Also ich sage zwar immer, es ist ja immer under promise and over deliver. Also ich sage immer, meine Turnaround-Zeit ist 24 Stunden. Das ist jetzt auch der Fall für so einen Freitagnachmittagsshoot, weil ich da jetzt nicht den ganzen Freitagabend irgendwie verbringe damit zu editieren, sondern ich ja, mache dann einen Shoot, den Morgenshoot fertig, den Abendshoot schaffe ich dann meistens nicht mehr, weil ich weiß nicht, ins Kino gehe oder so. Und dann mache ich das aber Samstagvormittag. Deswegen meine 24-Stunden-Kommunikation. Ansonsten, wenn ich 2 Shoots, wenn ich jetzt sagen würde 72 Stunden, ich habe pro Tag 2 Shoots, also insbesondere im Sommer. Ich könnte auch mehr machen als 2 Shoots, aber ich kann mich halt nicht klonen. Dann würde ich einen Backlog haben. Dann hätte ich halt am nächsten Tag immer noch den Shoot vom Vortag, aber wieder 2 Shoots. Also ich muss sie auf jeden Fall mit gewissen Ausnahmen bis Mitternacht, bis ich schlafen gehe, hoffentlich früher als Mitternacht, muss ich diese Fotos fertig haben. Insofern, wie gesagt, versuche ich immer einen guten Kompromiss zwischen bestmöglichster Qualität. Aber ich sage auch ganz offen, weil das hier ein Tutorial-Video in gewisser Weise ist und der eine oder andere vielleicht Sachen bemerkt, wo er sagt, ja, also die Lampe da oben, das könnte man jetzt besser machen. Oder keine Ahnung, das mit der, den, die Schubkarre hätte man beiseite schieben können. Ja, gebe ich euch recht, hätte man machen können. Aber die letzten, das ist jetzt vielleicht nur 90%, was ich mache, aber die letzten 10%, die muss man auch dazu sagen, 90% reichen auch den meisten aus und ich bin damit immer noch deutlich besser als die Konkurrenz, was die Fotoqualität angeht, bei den Objekten, die ich momentan fotografiere.
Und da ist es, wie gesagt, lohnt sich es dann nicht mehr, die restlichen 5 bis 10% zu gehen und da unverhältnismäßig viel Zeit dran zu verbringen. Egal, ich möchte mir jetzt auch nicht rechtfertigen. Ich sage einfach nur, wenn ihr Sachen seht, man kann es immer noch besser machen. Also man kann immer noch mit Photoshop mehr Sachen rausholen, mit Beleuchtung vor Ort mehr Sachen rausholen und noch mehr Aufnahmen machen. Und es ist aber immer eine Frage des Objekts. Wie viel bekommt ihr bezahlt? Was sind die Erwartungen? Was macht eure Konkurrenz? Wobei ihr natürlich versuchen solltet, besser zu sein als die Konkurrenz. Hier habe ich übrigens, kurzer Einschub, habe ich diese Stelle rausgeklont, rausgefotoshoppt. Das habe ich ein bisschen verdödelt beim Fotografieren, wo halt eine Reflexion in dieser Kante, in dieser Marmorplatte hinten drin war. Das hat mich jetzt persönlich gestört. Also sowas mache ich auf jeden Fall auch. Ich nehme auch solche Lichtflecken raus. Es geht meistens relativ einfach mit dem Spot Healing Tool, der Spot Healing Brush oder auch Pflaster Tool oder wer weiß. Irgendwas toller Ofen, ne? Findet man im deutschen Haus nicht so. Mit 2 Öfen haben wir zu Hause auch. Allerdings dann nicht unter der Brennstelle, unter dem Herd, sondern eben im Regal an verschiedenen Stellen. Ja, also die durchschnittliche amerikanische Küche, wobei das so ein bisschen gehobenerer Durchschnitt hier ist. Ich habe aber auch schon luxuriöseres gesehen als das. Ist etwas imposanter als die durchschnittliche deutsche Küche. Von gewissen Ausnahmen abgesehen natürlich. Und das hier ist auch ein sehr schwieriges Bild wieder. Ja, weil es halt einfach so viele Aspekte hat und weil der verschiedene Kanten und Stellen und weil der Raum auch eben so tief ist. Das Haus, wie gesagt, kostet 2,4 Millionen. Ich kann das deswegen so genau sagen, weil im Gegensatz zu Deutschland sind in den USA, also nicht nur in Kalifornien, generell in den USA, diese ganzen Hauswerte und Hausverkäufe Public Record. Das heißt, es ist öffentlich bekannt, wie viel, wann ein Haus für wie viel das letzte Mal verkauft wurde. Natürlich ohne Namen. Also es ist jetzt, wer so datenschutzmäßig sagt, oh Gottes Willen, wobei die Amerikaner jetzt datenschutzmäßig auch nicht so, ich will jetzt nicht sagen paranoid, aber nicht so streng sind wie die Deutschen, das ist bekannt, mit allen Vor- und Nachteilen, ist eben so ein Hausverkauf Public Record. Das heißt, ihr könnt auf eine Seite gehen, www.zillow.com zum Beispiel, Zillow, Zillow.com. Es gibt auch andere Seiten, Trulia, Realtor.com, Redfin.com, ich empfehle Zillow.com. Dort könnt ihr sämtliche Adressen in den USA nachschauen und gucken, was das Haus wert ist und auch, wann es das letzte Mal verkauft wurde. Also, ist ganz interessant. Also, wird jetzt wahrscheinlich nicht mit Trump Tower funktionieren, aber ihr könnt halt bei normalen Hausadressen könnt ihr halt nachschauen und gucken. Es wurde zum Beispiel, weiß ich nicht, im Jahr 2005 wurde es das letzte Mal für irgendwie 780.000 verkauft und ist jetzt so und so viel wert. Da stehen auch dabei, was für ein Rating die Schulen haben. Die Schulen haben ja alle ein Rating und das bestimmt auch extrem krass den Hauspreis. Also in einer Neighborhood mit einer sehr schlechten Schule, das setzt sich zusammen, das Schulrating, aus verschiedenen Aspekten, aber auch wichtigste Aspekt dabei, die Schulnoten, die die Schüler haben. Und das kann man hier auch direkt vergleichen, weil es, und es ist sehr umstritten, ein Standardized Testing gibt. Das heißt, jemand in Pennsylvania machte den gleichen Test, einen Drittklässler, wie jemand in Kalifornien. Und diese Tests sind dann kann man dann halt vergleichen. Es ist auch sehr umstritten, ich sage nicht, dass es gut ist, aber so ist es halt. Deswegen gibt es hier dieses Schulrating und die bestimmen auch sehr stark den Hauswert. Die Schulen hier halt in Cupertino, wo dieses Haus steht, sind sehr gut. Und die Lage mitten im Silicon Valley ist auch hervorragend. Es gibt sehr wenig Inventar auf dem Markt. Insbesondere sowas wie das hier, ein freistehendes Haus mit Garten, wird seit langem auch nicht mehr gebaut, wegen dem Wohnraum, der Wohnraumknappheit. Und das ist, wer jetzt sich eine Karte von der Bay Area mal anguckt, da gibt es zwar sehr viele grüne Flächen, aber das sind alles geschützte Flächen, Naturschutzgebiete oder ähnliches, das nicht gezoned ist zum Bauen. Also der tatsächliche Bauraum ist sehr knapp. Und sobald es etwas gibt, wo ein etwas größeres Grundstück zur Verfügung steht, wird das sofort, sofern vorhanden, das alte Einfamilienhaus abgerissen und dort wird dann von einem Developer, also einem Real Estate Entwickler, wird das dann gekauft und dort werden dann so Townhäuser, also Reihenhäuser oder gleich Apartmentanlagen aufgestellt, also mit einer viel intensiveren oder dichteren Wohnraumbebauung, als es der Fall war zu der Zeit, als dieses Haus hier gebaut wurde. Nichtsdestotrotz, wir befinden uns hier halt in Suburbia. Also solche Häuser gibt es trotzdem immer noch wie Sand am Meer. Das hier wurde halt mal renoviert. Ich würde sagen, vom Stil her, der Einrichtung, also die Farbe der Schränke und der Boden,
würde ich sagen, das war so Mitte der 2000er Jahre der Fall. Also wahrscheinlich wurde es 2005 bis 2010 renoviert. Die Farben, es ist verhältnismäßig modern für amerikanische Verhältnisse, sind aber auch doch deutlich konservativer, als man es in Deutschland finden würde, wo halt eher so weiß und grau oder ähnliches eher in Mode ist. Also der typische IKEA-Stil. Das ist jetzt bei den Amerikanern nicht so der Fall. Also IKEA gibt es zwar überall, aber ist eher so als Billiganbieter verschrien. Aber die Leute würden jetzt nicht sagen, wo haben wir eine IKEA-Einrichtung oder so, ne? Also wie gesagt, die Amerikaner haben da einen anderen Geschmack, wobei es auch viele neuere Häuser gibt, die so ein bisschen moderner gemacht sind. Ich habe da jetzt so eine Stelle in der Decke weggeklont, weggepflastert sozusagen. Das ist jetzt ein bisschen strittig. Also da könnte ich vielleicht auch nochmal eine eigene Episode draus machen. The Ethics of Photoshopping oder so bei Immobilienfotos. Also der ethische Aspekt sozusagen. Wie, was sollte man jetzt wegphotoshoppen und was nicht? Ich bin da auch schon, also viele Agenten, mit denen ich arbeite, sind da auch sehr vorsichtig. Also die haben da auch eine sehr gute Einstellung zu dem Thema. Manche nicht. Also manche, oder gerade die Hausbesitzer nicht. Also, dass die dann die Agenten gepressured werden von den Hausbesitzern, dass man zum Beispiel irgendwie so einen Zaun hat, der total verfärbt ist, oder irgendwelche Flecken im Teppich, wo die sagen, könnt ihr das mal wegphotoshoppen? Und da muss ich sagen, finde ich sehr kritisch. Ich kann für mich gar nicht so genau sagen, universell, ich rate dann immer eher so zu ab oder sage dann, ja, sorry, ist nicht möglich oder keine Ahnung, weil es grenzt dann schon so ein bisschen an Betrug, ne? Also wenn ihr jetzt da irgendwie einen Fleck im Teppich habt, außer natürlich der Hausbesitzer sagt, kannst du es wegphotoshoppen, ich tausche den Teppich aus, bevor ich das Haus verkaufe, ist natürlich eine andere Sache, aber jetzt einfach hinzugehen, ja, mach mal den Kaffeefleck, photoshoppen mal weg, aber das Haus wird so verkauft, finde ich ethisch problematisch. Aber gut, hier ist ein kleiner Fehler im Bild, wer sieht es? Dreimal dürft ihr raten. Gut, dadurch, dass das hier eher so monologartig ist. Die Couch. Da habe ich leider einen Fehler gemacht. Da habe ich diese, oder was heißt Fehler? Also da habe ich nicht darauf geachtet, dass die Kissen nicht übereinstimmen, nicht aligned sind. Also das eine Kissen hätte ich runterdrücken müssen. Ja, ist ein bisschen schwierig weg zu photoshoppen. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Diese Bilder werden in kleiner Auflösung gezeigt. Es ist jetzt halt so, wie es ist. Aber ich rate immer dazu, und das mache ich eigentlich auch, es ist mir da leider entgangen, shame on me. Es ist mir leider entgangen, ich mache immer einen Rundgang vorher. Bevor ich anfange zu fotografieren, gehe ich einmal komplett durchs Haus und sofern noch nicht passiert, mache alle Lichter an, alle Gardinen ziehe ich auf, alle Jalousien ziehe ich hoch, außer die Jalousien sehen halt aus, als ob sie kurz vorm Zusammenbrechen sind, und sorge eben dafür, dass alles in Ordnung aussieht und verschiebe vielleicht noch ein paar Sachen, wenn möglich, wenn irgendwo so ein Mülleimer rumsteht, der nicht schön aussieht, den bringe ich dann in die Garage, oder so Teppiche, so olle Teppiche im Badezimmer auf dem Boden, die nehme ich auch raus. Kann man dann in irgendeine Schublade, irgendeinen Schrank tun oder so, dafür würde ich raten. Mein Motto oder das, was ich eben mit auf den Weg geben würde hierfür, ist, immer weniger ist immer mehr. Also es stört keinen, sofern der Boden in Ordnung ist, stört keinen, wenn da jetzt ein Teppich drauf liegt. Entschuldigung, es stört keinen, wenn da kein Teppich drauf liegt. Aber wenn ein Teppich irgendwie drauf ist, der hässlich ist, dann sagen vielleicht Leute, das finde ich, sieht irgendwie nicht so schön aus, und klicken dann weiter und kommen dann nicht zum Open House hin. Wie gesagt, was wir hier produzieren, sind halt eben Werbefotos. Die sollten im bestmöglichsten Licht erscheinen, innerhalb eurer technischen Möglichkeiten oder praktischen Möglichkeiten natürlich. Ich, wie gesagt, gehe immer einmal rum und mache einen kompletten Rundgang, weil sobald ich, ja, that's just me, ne? Also sobald ich angefangen habe zu fotografieren, achte ich auf solche Details leider nicht mehr so, weil ich dann zu sehr damit beschäftigt bin, zu überlegen, okay, aus welchem Winkel nehme ich jetzt das Wohnzimmer in Angriff und so weiter. Also da entgeht mir dann irgendwelche Sachen, wo ich hinterher sage, sag mal, das kann nicht sein. Warum habe ich denn jetzt nicht den Kaffeebecher gesehen, der auf dem Tresen steht in der Küche? Also insofern, wie gesagt, mein Tipp, immer am Anfang rumgehen, sich Zeit nehmen, Raum für Raum. Natürlich auch nicht zu viel Zeit. Also wenn man da jetzt eine 40 Minuten damit verbringt, durchs Haus zu laufen, dann, naja, mein Ziel ist es immer, in weniger als 2 Stunden da raus zu sein wieder. Oder was heißt mein Ziel? Wenn ich 2 Termine habe und dazwischen noch 40 Minuten fahren muss, dann, ja, muss ich in 2 Stunden oder früher wieder raus sein. So, ich habe die Layer wieder gemerged, und danach, nachdem diese ganzen Layer zusammen sind, gehe ich halt rum und entferne solche Stellen, wie eben dieser Lichtfleck. Da muss ich nochmal ein bisschen präziser rangehen, um diese Kante nicht mit wegzufressen. Das kann man immer ganz gut machen. Sind halt eben durch diese verschiedenen Lichtquellen, tauchen solche
Lichtflecken halt mal auf. Hier bei dem Fernseher gucke ich auch nochmal, stelle ich sicher, dass ich da nirgendwo drin gespiegelt bin. Den mache ich auch nochmal ein bisschen dunkler. Hier ist halt eben der Blitz auf dem Stativ zu sehen. Wie ihr seht, benutze ich ein Stativ für den Blitz, was ich etwas praktischer finde als ein Lichtständer. Zum einen ist es ein Backup für mein Kamerastativ und zum anderen ist es ein bisschen flexibler, wenn ich den Blitz zum Beispiel auf einer Treppe oder so aufstellen muss. Das geht mit einem Lichtständer in der Regel nicht. Ich habe aber auch noch einen Reservelichtständer und wie gesagt weitere Blitze im Auto hinten. So, ich habe es nochmal kurz versucht jetzt zu photoshoppen. Ich weiß, das Wort photoshoppen klingt blöd. Das sagen immer Leute, die eigentlich keine Ahnung von der Materie haben. Ich habe es mir leider auch angewöhnt, weg zu klonen. Bin jetzt aber irgendwie zu dem Schluss gekommen, es ist mir jetzt zu kompliziert und es ist die Sache jetzt nicht unbedingt wert. Wie gesagt, die meisten Leute gucken sich das Bild aus irgendwie der Größe an, gucken vielleicht 3 Sekunden drauf, kriegen davon Eindruck und flippen dann weiter. Also man muss es halt alles irgendwie im Rahmen halten und sich, wenn das jetzt kein grober Bildfehler ist, den man selbst gemacht hat, sich da jetzt nicht irgendwie noch 20 Minuten an einem Bild aufhalten. Leider sieht man es da zweimal, was auch dagegen spricht, es wegzuklonen, weil das müsste ich zweimal machen dann. So, hier habe ich nicht jeden Teil des Bildes ausgeleuchtet, sondern habe hinten den Flur, das ist eben der Teil, der links hinter diesem, da, wo der Pinsel jetzt ist, links hinter diesem Bild vorhanden ist, den habe ich nicht beleuchtet mit einem extra Blitz, sondern den habe ich so gelassen und pinsel ihn so ein bisschen runter. Ihr könnt halt bei solchen Sachen, wenn es einfach zu gelb ist, könnt ihr auch das gleiche auf der Treppe. Also man kann dann natürlich raufgehen, dann oben nochmal mit dem Blitz reinschießen, aber muss jetzt auch nicht sein. Ihr könnt halt dann hinterher auch mit selektiv die Farbe gelb, die Sättigung der Farbe gelb rausnehmen, um halt das so ein bisschen abzumildern, den Effekt, den diese gelbe Innenraumbeleuchtung hat. Wichtig ist mir, wie gesagt, dass ich nicht so ein ausgelutschtes Bild habe mit Natural Light wie hier. Wie gesagt, ich bin für Hochzeitsfotos und ähnliches bin ich auch ein großer Fan von Natural Light, aber bei Immobilienfotos ist es nicht das Richtige, finde ich. Kommt natürlich auf eure Kunden an und auf euren Stil, mit dem ihr euch etablieren wollt, aber mein persönliches Ding ist es eben nicht. Ich finde eben ein Foto, ein gutes Immobilienfoto muss kontrastreich sein, muss gut ausgeleuchtet sein, eben solche Schatten haben und so ein bisschen aussehen wie in einem Magazin, wie man dort ein Hotel, ein gutes Hotelfoto vielleicht sehen würde. Letztendlich, wenn man so drüber nachdenkt, bei Werbefotos, das ist halt natürlich ein ganz anderes Thema hier als Hochzeitsfotos, was ich ja auch gemacht habe lange Zeit, oder auch Corporate-Fotos, das sind eben Werbefotos hier. Das ist jetzt nicht persönlich für irgendwen, der jetzt sagt, oh, ich liebe das Feeling von dem Bild, wie ich halt so natürlich dastehe oder ähnliches, sondern das ist eben, wie gesagt, ein Werbematerial, was so ähnlich ist, wie wenn ihr zu McDonald's geht und dort ein Foto von dem Burger auf der Speisekarte seht. Der Burger, den ihr hinterher bekommt, der sieht auch anders aus als das, was auf der Menütafel dort abgebildet ist. Was wir auch akzeptiert haben, einfach als gegebene Realität. Also keiner geht jetzt rein, außer er ist Michael Douglas in Falling Down und regt sich darüber auf, dass der Big Mac irgendwie anders aussieht als auf dem Menü. Weil wir das eben gewohnt sind. Das ist ein Werbefoto, das soll einladen, das soll Appetit machen und das Beste, die bestmögliche Seite von dem Produkt zeigen. Und das ist es eben auch, was ich hier mache. Die bestmögliche Seite von dem Produkt zeigen, also von dem Haus in dem Fall. Könnte auch eine Wohnung sein. Bei den nochmal zum Thema Fenster, recht wichtig, ist jetzt bisher noch nicht so rausgekommen. Da muss man halt eben sehen, wie hell oder dunkel man das Fenster machen will. Das kommt darauf an, was dahinter zu sehen ist. Also ist dort eine schöne Landschaft mit Bergen und blauem Himmel zu sehen, dann baller ich das Fenster auch möglichst dunkel und voll gesättigt mit blauem Himmel rein. Wenn dahinter nicht wirklich viel Schönes zu sehen ist, vielleicht sogar nur eine Hauswand und ein Zaun, dann kann es auch gerne ein bisschen heller sein, damit es dann halt etwas freundlicher aussieht und so ein bisschen natürlicher. Also im Zweifelsfall das Fenster ein bisschen heller gestalten, das ist immer so für den Betrachter, okay, die offensichtliche Lichtquelle natürlich in dem Bild. Und natürlich dann auch hinterher so das, was man sagt, okay, es ist irgendwie verhältnismäßig hell, das ist mehr glaubwürdig. Wenn im Fall von der schönen Landschaft, die man dahinter hat, will man halt aber eher die Landschaft zeigen. Also da kommt es nicht so sehr darauf an, dass es hell ist.
Ich schneide die Fenster nicht aus, wie manche Leute machen, das ist mir zu viel Arbeit. Aber hauptsächlich, finde ich, sieht es auch künstlich aus. Wenn ihr ein Bild macht ohne Blitz und dann das Fenster halt ohne Blitz drin habt, sieht ganz anders aus, als wenn ihr einen Blitz drin hattet, weil ihr dann eben die Fensterscheibe nicht mehr seht. Außer sie ist total dreckig oder ähnliches. Also ihr seht die Fensterscheibe, ich finde, das sieht sehr künstlich aus, wenn das so ausgeschnitten ist. Sieht man sofort. Mag ich nicht. Für mich kann gerne noch ein bisschen Reflexion eben in dem Bild mit drin sein. Reflexion meine ich jetzt natürlich nicht im Gesicht von mir. Meine Glatze reflektiert in der Fensterscheibe, das geht gar nicht. Oder halt auch der Blitz, den ich dort aufgestellt habe, der sollte auch nicht reflektiert sein. Aber andere Lichtquellen, also der Kronleuchter, der im Hintergrund hängt, oder generell halt so eine matte Spiegelung von der gesamten Scheibe, das ist okay. Das ist halt vorhanden, das ist ja auch natürlich, wenn ihr in dem Raum stehen würdet und aus dem Fenster oder Richtung Fenster gucken würdet, würdet ihr auch eine gewisse Spiegelung dort wahrnehmen. Und ja, das kann gerne sein. Ich will nicht den Fakt verbergen, dass dort eine Fensterscheibe vorhanden ist, solange nicht irgendwelche Sachen dort gespiegelt sind oder die Spiegelung so extrem ist, dass ich nichts mehr sehe, was da im Hintergrund los ist. Also mein Take einfach zum Thema Fenster. Hier habe ich rechts hinten im Bild den Blitz auf dem Lichtständer stehen gehabt, Gruppe B. Auch hier wieder das gleiche Thema. Wenn ich den Blitz einfach nur mit einem Blitz arbeiten würde und von diesem Flur in Richtung Wohnzimmer tragen würde, hätte man hier eine Abbruchkante, nämlich der Balken, der etwas rechts von der Mitte zu sehen ist, wo dann auf einmal der rechte Teil des Balkens beleuchtet ist und dann auf einmal der linke Teil. Und dann hätte man eben das Problem, dass man die nicht mehr einfach ineinander pinseln kann. Weil man oder überhaupt nicht mehr ineinander pinseln kann, weil man eben diese harsche Abbruchkante hat. Das kann, wenn das mal passieren sollte, kann man dann vielleicht irgendwie, wenn man ganz doll reinzoomt, mit einer Maske versuchen auszuschneiden, aber das wird man nie perfekt hinkriegen. Und das ist auch, wie gesagt, viel zu viel Arbeit. Also da sitzt der ewig dran. Ich mache hier eigentlich nichts, wo ich wahnsinnig ins Detail reingehen muss, sondern ich mache eben eine softe Belichtungsänderung, gehe mit den Blitzen ringsrum, um eben interessante Schatten zu erzeugen, die idealerweise das Vorhandensein, was die Schatten angeht, das Vorhandensein der sichtbaren, für den Betrachter des Bildes sichtbaren Lichtquellen wiedergibt. Aber auch nicht unbedingt muss. Also wenn das Licht aus einer anderen Richtung fällt. Ja, gut, dann ist es jetzt auch nicht so, dass es sofort ins Auge fällt und letztendlich die Lichtquelle könnte, die Hauptlichtquelle hier links ist natürlich das Fenster, aber die Lichtquellen können natürlich auch diese ganzen verschiedenen Lampen sein, die oben drin angebracht sind. So, ich werde auf jeden Fall nochmal weitere Editing-Videos hochladen. Das war jetzt eine sehr spontane Entscheidung bei diesem Haus, weil ich dachte, das sieht ganz nett aus. By the way, hier links, das ist noch viel zu bläulich. Das mache ich gleich nochmal in Lightroom. Wir gehen nochmal rüber. Das habe ich relativ spontan entschieden, deswegen gab es nicht so wahnsinnig viel Live-Video. Aber es denke ich vielleicht auch recht sinnvoll für Leute, die sich halt für den reinen Bearbeitungsaspekt dieser Fotografie interessieren, ist es recht aufschlussreich zu sehen, wie ich so ein ganzes Set bearbeite. So, jetzt gehe ich eben nochmal durch und ziehe die Highlights so ein bisschen runter, um das Bild eben nochmal so ein bisschen softer zu machen. In dem Fall jetzt, die White Balance hat nicht so ganz hingehauen, es ist zu magentafarben und zu kalt. Gehe ich eben mit einem ganz fein umrandeten Pinsel, gehe ich nochmal hin und male dann auch noch so rüber, um das ein bisschen auszugleichen. Wie gesagt, die Highlights ziehe ich ein bisschen runter. Man kann das Bild auch nochmal insgesamt ein bisschen heller oder dunkler machen. Das ist dann Geschmackssache. Also ich versuche, dass es möglichst soft aussieht, wenig harsche, kontrastreiche Kanten, sondern sehr weich, einladend. Gehe mit der Helligkeit eben so ein bisschen runter, um den sehr flashigen Aspekt von meinem Blitz, den ich mit reingebracht habe, diese krasse Beleuchtung, so ein bisschen abzudämpfen. Hier, wie gesagt, gehe ich mit der Gelb-Saturierung, Saturation so ein bisschen runter, um dass es halt nicht ganz so gelb aussieht, dieser beleuchtete Flur hinten. Ich mache hinterher, wenn ich fertig bin mit diesen ganzen Fotos, mache ich noch verschiedene Aufnahmen. Das sollte ich vielleicht noch erwähnen, bevor das Video in 5 Minuten zu Ende ist. Ich mache eben diese Bearbeitung, die ihr jetzt gerade seht. Ich mache mittels eines Presets, mache ich Sharpening und Noise Reduction. Also Bildschärfung mache ich pauschal über alle Bilder 90, also Sharpening 90 von 120, glaube ich. Noise Reduction gehe ich auf 20. Kann auch noch ein bisschen höher sein. Wie gesagt, wir brauchen jetzt kein Bild, was in der 1 zu 1 Bildschirm View total perfekt ist, wo jetzt jeder Pixel-Pieper mit einverstanden ist, sondern ein Bild, was
ja, in ungefähr 4x6 Ausdruck auf einem Flyer gut aussieht und vielleicht in moderater Bildschirmansicht gut aussieht, wenn es in irgendeiner Slideshow gepackt wird. Ansonsten die meisten Bilder sind aber wirklich sehr kleine Auflösung. Also wie gesagt, Sharpening und Noise Reduction mittels Preset. Das mache ich dann auch aus dem im Library-Modul. Ich sortiere dann die Bilder, ganz wichtig, ich sortiere die Bilder dann hinterher, weil es je nach Gegebenheit eben unterschiedliche Reihenfolgen gibt, in denen ich die Fotos mache. Es kann sein, dass ich mit den Außenaufnahmen anfange, manchmal mache ich sie zum Schluss, manchmal mittendrin. Manchmal fange ich im Wohnzimmer an, manchmal fange ich in den Schlafzimmern an, weil jemand anders halt irgendwie noch nicht fertig ist mit dem Wohnzimmer oder ähnliches. Deswegen hinterher sortieren, das kann man mittels Drag-Drop in der Thumbnail-View machen, im Library-Modul. Dann benenne ich die Files um. Ich möchte dem Auftraggeber jetzt halt nicht dem Kunden Fotos geben, die irgendwie IMG 1424-Edit heißen oder ähnliches, sondern ich mache da halt eine zweistellige Indexnummer rein. Also benenne die auch in den Namen der Straße um. Ich sage, weiß ich nicht, Main Street oder ein bisschen kürzer, nur Mstr oder sowas. Unterstrich zweistellige Indexnummer, dass der Kunde halt hinterher, wenn er weiter innerhalb der Firma damit kommuniziert, über diese Fotos sagen kann, hey, sollen wir Bild Nummer 3 nehmen oder lieber Bild Nummer 4 und nicht Bild 1467 oder Bild, was war es, 1890. Außerdem sieht er dann auch nicht, wie viele Fotos ich insgesamt gemacht habe. Ist jetzt kein Geheimnis, aber ja, sollte man auf jeden Fall machen, finde ich. Es wäre viel schöner für den Endnutzer, die Files umbenennen. Das kann man machen, indem man alle markiert. Und dann eben auf F2 drückt, zumindest beim PC, den ich benutze. Danach exportiere ich das Ganze in meinem Fall in zwei Auflösungen. Einmal in hoher Auflösung tue ich in einen Ordner rein, einmal in niedriger Auflösung für den Upload. In dem Fall hier, aber das trifft jetzt nicht auf Deutschland zu, muss ich das in MLS-Größe machen. Also MLS ist so ein Service, Multiple Listing Service, wo alle Immobilienfotos hochgeladen werden, damit dieser Service, die eben über verschiedene Plattformen wie zum Beispiel Zillow.com, Trulia.com, Redfin.com, Realtor.com, diese ganzen Webseiten ziehen von dieser einen Datenbank ihre Fotos, um halt ihren Nutzern zu zeigen, hier, das sind die ganzen neuen Listings von Häusern, die gerade auf den Markt gekommen sind. Und dafür müssen die gewisse, brauchen dieser MLS-Service hat gewisse Ansprüche. Die Files dürfen nicht über 100 Kilobyte groß sein und dürfen maximal 700 oder 750 Pixel an der langen Seite haben. Insofern exportiere ich das eben auch nochmal für eine niedrigere Auflösung. Ihr solltet auf jeden Fall, bevor ihr eurem Auftraggeber die Fotos so hinklatscht, solltet ihr halt klären, in welchen Auflösungen der Auftraggeber diese Fotos eben braucht. Das Ganze lade ich dann in einen Dropbox-Folder hoch. Und share diesen dann mit dem Kunden und dann ist für mich der Job erledigt. Ich mache vorher noch ein Backup in einem anderen Ordner. Falls ich jetzt bei dieser Methode, die ich hier mache, einen Raum vergessen habe, kann ich dann hinterher nochmal hingehen, ups, und mir das dann rausziehen hinterher aus diesem Backup-Folder. Ansonsten formatiere ich, sobald ich das hochgeladen habe, die Memory Card in meiner Kamera und weitere Backups mache ich nicht, da ich halt hier in Massenproduktion mache, wo ich pro Tag zwei Shoots fotografiere und da muss ich jetzt keine großartigen Backups haben. Ja, das war es jetzt im Prinzip auch schon mit dem Shoot und der Bearbeitung. Ich hoffe, es hat euch ja Spaß gemacht. Es war ja relativ lange das Ganze, viel Gerede. Aber ich hoffe, das hat euch etwas weitergebracht. Ich werde nochmal weitere Folgen produzieren, wenn ich aus meinem Urlaub zurück bin und dort nochmal ein paar mehr Fotos oder mehr Aufnahmen machen, wo ich mit der GoPro in dem Haus rumlaufe. Da muss ich natürlich immer gucken, dass da nicht irgendwie der Makler gerade rumläuft oder der Hausbesitzer. Das wäre so ein bisschen irritierend, wenn ich da jetzt so filme und ins Mikrofon reinspreche. Und ja, vielleicht auch nochmal eine Folge zum Thema Equipment. Welches Equipment benutze ich oder ähnliches. Also ich habe noch so ein bisschen weiteres Material in der Pipeline, was ich dann hoffentlich auch umsetzen kann. Hier sind wie gesagt nochmal alle Fotos, das gesamte Fotoset, was ich hier fertiggestellt habe und dem Kunden so gebe. Wie gesagt, vielen Dank nochmal fürs Reinschauen und bis der Tage.